Moin, moin, liebe Mats. Aber ja, so viel diskutierende Gruppen habe ich selten einmal erlebt nach einem HSV-Spiel auf dem Weg vom Stadion bis in unser Studio hier. Und die Diskussionen rankten sich eigentlich nur darum, war das ein gutes Unentschieden und ein besseres 0 zu 0? Hatte der HSV die besseren Chancen oder die Frankfurter? Also, ich muss sagen, ich bin mit diesem 0 zu 0 und dem Punkt zufrieden. Der HSV bleibt, habe ich auch als Zeile genommen, daheim unbesiegt und kann mit diesem Punkt sicher sehr gut leben. Mir hat eben ein Frankfurter Kollege vorgerechnet, dass Frankfurt zwei sehr gute Chancen gehabt hat und der HSV auch zwei sehr gute Chancen, sodass es auch hätte 2 zu 2 enden können. Auf jeden Fall eine Punkteteilung und damit wird der HSV auch leben können. Ich habe eben auf dem Weg hierher noch den AG-Chef Dietmar Beiersdorfer getroffen und kurz mit ihm gesprochen. Und er hat, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich das weiter sagen darf, aber er hat ganz klar gesagt, für ihn war es das beste HSV-Spiel dieser Saison. Darüber wollen wir jetzt reden. Natürlich mit Scholle, der an meiner Seite sitzt und zufrieden ist, dass ich jetzt nach 5 Minuten schon die Kurve kriege, dass wir diskutieren können. Neben Scholle sitzt Manfred Lorenz, ja, bekannt und berühmt im Hamburger Amateurfußball, weil er fast jeden Club trainiert hat, unter anderem auch mal beim HSV und die zweite. Da war er Co-Trainer. Ich weiß gar nicht, wie du das. Also, ich komme jetzt auf den Nebenmann. Das ist schon Premiere erstmal für Ralf Scheer. Und ich freue mich, dass ihr beiden da seid. Ralf ist der einzige Trainer, der nach 2 Spielen ungeschlagen beim HSV abgetreten ist. Das war nach einem 2-0-Sieg gegen Leverkusen und einem 1-1, glaube ich, in Düsseldorf. 2-0 gegen Dortmund. 2-0. Ja. Nicht Leverkusen. Achso, Dortmund, ja klar, die da im Europapokalfinale beziehungsweise im Champions League-Pokal waren. Ne? Und ja, du hast noch ein Novum geschaffen beim HSV. Du hast nämlich die ersten Frauen und die ersten Männer trainiert. Das hat noch keiner vor dir geschafft. Und ihr seid beide noch im HSV verbunden. Das wollen wir nochmal ganz Sogar die klar erste sagen. A-Jugend hast du auch noch gehabt, ne? Die Beim erste. HSV? Ja? Nee, das Warst du wüsste nicht? ich auch nicht. Nee. Sonst, das hätte ich hier stehen. Nein, das stimmt nicht. Aber Nee. auf jeden Fall, da schließt sich der Kreis. Manfred Lorenz und ich, wir haben zusammen einst vor rauen Vorzeiten die B-Lizenz gemacht und Ralf Scheer war mein Prüfungsabnehmer, deiner auch. Meiner auch, Und bei mir, er hat mir die Prüfungsnote versaut, weil ich nur eine 1,5 gekriegt habe. Thema leicht verfehlt. Wir wollten beide die A-Lizenz weitermachen. Du hast es gemacht. Ich leider konnte das nicht mehr. Also dafür würge ich dir heute noch einen rein. Aber Ich bitte gut. um Entschuldigung. Ja, wird entschuldigt. Gut. Manne, Ja. zufrieden mit dem 0-0, so wie ich? Ich fand, das war ein Unentschieden der besseren Art. Und man sollte doch die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, wir haben ja letztes Jahr diverse Spiele hier gesehen. Und dieses Spiel hat mir sehr gut gefallen. Es waren zwei gute Mannschaften. Es war kein überragendes Spiel, aber es war ein gutes Spiel. Und das Ergebnis geht voll und ganz in Ordnung. Ja, also ich habe eben auch noch kurz im Presseraum, weil ich diese Unterlagen noch geholt habe, also Statistik und so weiter, da habe ich mit zwei Frankfurter Kollegen gesprochen und zwei, die schon länger dabei sind als ich, glaube ich. Und also ein Kollege aus Hamburg hat eben gesagt, ihr zusammen habt doch 1500 Bundesligaspiele. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat einer davon dann staunend festgestellt, Mensch, der HSV spielt ja wieder Fußball. Also so grottig wie in den letzten beiden Jahren ging ja auch gar nicht. Aber sie haben die Kurve gekriegt. Bist du auch der Meinung? Ja, absolut. Ich bin lange nicht hier gewesen, jedenfalls nicht live, logischerweise, wenn ich nicht hier war. Ich finde, dass das Unentschieden gerecht ist. Kann man Chancen aufrechnen und gegenrechnen. Eigentlich mussten beide Mannschaften Tore machen. Hat nicht geklappt. Jetzt komme ich nochmal auf den Punkt. Ich war lange nicht da und es gab Spiele, ich mag das gar nicht sagen, weil ich ja echt HSV bin. Da wäre ich am liebsten in der Halbzeit nach Hause gefahren. Weil da kein Fußball stattfand, da war keine Struktur da, da war kein Eifer da, da war kein Kampf da. Heute sprang der Funke über. Es war für mich eigentlich auch neu, für den Zuschauern. Dann kann man schon mal provozieren und faul. Da ist wieder Atmosphäre im Stadion. Und ja, das hat mir super gut gefallen. Und Also kannst du das auch nachvollziehen, dass Didi Beiersdorfer gesagt hat, das war das beste Spiel für ihn in dieser Saison? Absolut. Trotz des 3-0-Sieges in Ja, Mönchengladbach?
Das eine sind die Punkte und die Tore, die da erzielt werden, das andere ist das Spiel selbst. Und ich finde, der HSV hat eine gute Raumaufteilung, eine gute Ordnung, sie fighten füreinander und da springt so der Funke über. Und das habe ich die letzten zwei Jahre eigentlich vermisst. Ja, und länger. Scholle, du hattest dich eigentlich, muss man wirklich sagen, auf René Adler versteift, mehr oder weniger, und warst dann genauso überrascht wie ich, dass Jaroslav Dropny gespielt hat? Fandst du es? Ich finde es in Ordnung. Grundsätzlich finde ich es in Ordnung, weil Jaroslav Dropny ist halt eine 1B. Es ist kein Nummer 2, sondern eine 1B. Und insofern ist das halt, wenn der eine drin ist und gut hält, warum sollte man den rausnehmen? Ob er sich jetzt damit in Diskussion ins Haus holt, das weiß ich nicht genau. Aber man kann es natürlich auch noch immer so verkaufen, dass Adler gerade ist wieder dabei und vielleicht braucht er noch eine Woche. Und mal gucken, wie es dann läuft. Außerdem hast du jetzt eine englische Woche vor dir. Und es gibt da viele Dinge, an die man denken muss. Aber trotz allem fand ich es jetzt nicht, es ist zumindest argumentativ vertretbar, absolut. Ja. Wolltest du was dazu sagen? Ja, ich muss auch sagen, also ich hatte nicht erwartet, dass Adler drin ist, denn ich sage mal, er ist sehr kurzfristig jetzt erst im Training drin und es war ein erfolgreiches Spiel in Mönchengladbach. Zu null und warum soll man nicht mal vielleicht noch eine Woche oder zwei Wochen warten? Er hat die ganze Woche trainiert, aber ja. Labbadia hat zumindest konsequent gemacht. Er hat ihn auch in der Woche immer im B-Team gehabt und hat heute dementsprechend auch nicht im A-Team gesehen. Insofern ist das zumindest für die Spieler nachvollziehbar, was ja auch immer ganz wichtig ist. Dass und die Spieler merken, dass der Trainer nicht. Vielleicht spielt ja auch eine Rolle, er hat ja eigentlich bis auf Ekdal, den er pausieren lassen musste, weil er verletzt ist oder angeschlagen ist, hat er ja die Mannschaft gebracht, die in Gladbach auch begonnen hatte. Also da hat er sich vielleicht auch so ein bisschen an Kontinuität festgehalten. Ne? Aber das hat er eigentlich immer gemacht. Ne? Also Labbadia war schon jemand, der eigentlich immer an dem festgehalten hat, was er hatte. Ja. So, oder solange er konnte, ne? Wenn es irgendwann mal nicht mehr ging. Also Matthias Ostrzolik hat er auch jetzt, den zieht er jetzt durch die Saison bislang. Heute fand ich ihn dann zweite Halbzeit, zumindest fand ich ihn recht ordentlich dann auch. Also vielleicht zahlt sich das dann auch irgendwann aus. Also das ist eine Sache, mit der hat er offensichtlich gute Erfahrungen gemacht und im Moment hat der HSV sich ja auch gefestigt. Vielleicht auch dadurch, dass sie wissen, mit wem sie zusammen auf dem Platz stehen. Das ist ja auch noch wichtig, dass man diese Automatismen, von denen immer gesprochen wird, dass man die dann irgendwann auch mal auf dem Platz umsetzen kann, weil man da halt gewöhnt. Vielleicht noch ein Satz, gibt ja zwei Punkte. Einmal musst du als Trainer konsequent sein, ist ja klar, sonst weiß keiner, wo er hin soll. Und die zweite Sache ist, du musst eben auch, und das hat beim HSV in den letzten Jahren auch nicht wirklich stattgefunden, du musst natürlich auch mal Spielern das Gefühl geben, ich stehe hinter dir, ich will, dass du Leistung bringst, da bist du im Moment noch nicht dran, ich helfe dir, ich gebe dir eine gewisse Zeit. Und jetzt sieht man ja plötzlich, wo Spieler landen können, wo die Mannschaft... ist das Stichwort. Holby. Und das halte ich immer für wichtig. Und ich glaube, dass Bruno Labbadia da einen guten Weg... Ich meine, ich habe neulich von irgendjemandem gehört, dass auch du nicht immer sein Freund warst. Musste man nicht sagen, na, wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Genau, aber ich glaube, im Moment macht er da einen richtig, richtig guten Job. Ich glaube auch, Ralf, um das nochmal aufzugreifen, das Thema, er hat doch gelernt, er hat doch sich weitergebildet und hat auch aus seinen Niederlagen als Trainer seine Lehren gezogen und ich glaube, er hat sich einiges zu Herzen genommen, das, was ihm hier in Hamburg nachgesagt wurde, warum er gescheitert ist und warum er dann vielleicht auch in Stuttgart letztlich gescheitert ist, das alles legt er nicht mehr an den Tag, muss ich wirklich sagen. Also ich bin jetzt so weit, dass ich sage, also der passt so zu 100% zum HSV, weil er wirklich erstmal unglaubliches Engagement zeigt und zum anderen dafür gesorgt hat, dass der HSV noch in der Liga bleibt. Ne? Also der kam, da war eigentlich schon alles verloren und er hat es trotzdem noch geschafft. Und das ist was für ihn voll für ihn spricht. Ne? Aber er hat auch die Rückendeckung, die ein Trainer braucht, wenn er wirklich kontinuierlich arbeiten möchte und auch solche Entscheidungen treffen möchte. Einfach mal jemanden spielen zu lassen, auch wenn er vielleicht in dem Moment gerade nicht so gut drauf war. Das kann er sich erlauben, weil er weiß, hinter ihm stehen die Leute, also ob es jetzt Peter Knebel ist oder vor allem natürlich Dietmar Beiersdorfer. Ich glaube auch die ganze Staatsschule. Natürlich nach dem Saisonfinale sowieso, da steht man sowieso hinter ihm. Also er kommt aus einer Position der Stärke und die gibt er weiter und das macht er halt hervorragend. Also in den letzten Wochen mit den ganz vielen Kleinigkeiten, die da so waren, mit ob es jetzt Rucksack und dergleichen, da gab es ja verschiedene Kleinigkeiten. Da war er trotz allem immer derjenige, der vor den Kameras stand am Ende. Da gab es keinen anderen. Und weil andere sich auch vom Acker gemacht haben, ne? Das muss man auch sagen. Ne? Er hat es nie wirklich gern gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob er es heute gern macht, aber er macht es zumindest so, dass keiner merkt, dass er es nicht gern macht. Und er macht es vor allem sehr, sehr überzeugend. Ich finde, er redet überhaupt keinen Quatsch. Er hat das alles sehr, sehr realistisch
realistisch eingeschätzt. Auch mal Sachen gesagt, die vielleicht erstmal nach ein bisschen ja, Pessimismus klangen oder für den einen oder anderen HSV-Fan zu negativ ausgelegt. Das hat er aber gemacht und er hat es halt einfach realistisch gemacht. Und diese Mannschaft, ja, siehst den Ball du, schön flach gehalten. Genau, und er hat es mit der Mannschaft auch geschafft, dass die jetzt da, endlich mal anfängt. Das wollte ich gerade sagen. Die Mannschaft glaubt an ihn. Aus dem einfachen Grund, was er letzte Serie geschaffen hat, in den letzten Spielen, ja, hat jetzt die Mannschaft die... ich sag mal, er ist jetzt in einer Position, wo er sagen kann, ich sag mal, was er will. Ja, sie glauben ihm das erstmal. Ja. Und das war ja lange nicht gegeben hier beim HSV. Ja. Da waren noch immer diverse Spieler da, die mit dem Trainer wie auch immer mit den Maßnahmen nicht einverstanden waren. Ja. Das ist auch Trainerarbeit, Ralf, was dich betrifft als ehemaliger Verbandstrainer. Du hast uns ja ausgebildet als Trainer, aber... Das ist in seiner ersten Zeit so gewesen, dass viele Nationalspieler da waren und sich von Bruno Labbadia, die viel, viel mehr Länderspiele als er, mit 4 Länderspielen, glaube ich, geschafft hat, die sich von Bruno Labbadia nichts sagen lassen wollten. Und wir haben es beobachtet, wenn er seine Ansprachen gehalten hat, dann haben die sich demonstrativ nach draußen gedreht und haben sich warm gemacht weiter und so weiter. Das hat er in dieser Mannschaft nicht. Die müssen sich alle, fast alle, noch ihre... Sporen noch erkämpfen da und das spricht für ihn, oder? Ja, absolut. Nee, ich finde auch, gut, das ist ja klar, wer mich näher kennt, der wird wissen, dass ich diese Art da, also mit Elan und Temperament an der Linie zu agieren, lieber mag, als jemand, der die Arme verschenkt. Aber der lebt natürlich auch dieses Profi-Dasein, das lebt er ja ein bisschen vor. Und ich gucke natürlich nicht, wie ihr ständig Training, aber man kann ja manchmal, heute gibt es ja viele Möglichkeiten, wenn man Wireless LAN zu Hause hat. Dann kennt ihr gut. Entschuldigung, Dieter. Wenn man Wireless LAN zu Hause hat, dann kann man natürlich YouTube und sowas gucken und dann sehe ich den da auf dem Platz. Und ich finde... dann lebt er das vor. Und wie soll ich das sagen? Das bringt ja Leben in die Bude. So, und das ist ja klar, Dieter. Wenn da jemand ist, der ein paar Länderspiele mehr hat, dann sind sie ja alle, weil ich hasse ja diese Sätze, aber ist ja so. Ne? Da wird ja immer erstmal gefragt, wie viele Länderspiele hast du? Ja, das so hat Berti Fuchs auch immer gemacht. Ja. Ne? Hatte ich nicht zu bieten. Aber manche Dinge regeln wie sich ja auch über den Kopf. Ist mir völlig gleich. Ja. 96. Ja, genau. Richtig. Darauf wollte ich jetzt aber nicht hinaus. Die Fragestellung ist doof, aber da musst du dann auch erstmal ran. Ja. So, und jetzt ist es vielleicht ein Tick leichter. Mag sein. Ja. Manne, wenn du heute ins Stadion gekommen bist, dann haben sicherlich auch die 10 Tore, die Frankfurt zuletzt in 4 in Stuttgart und 6 gegen Köln zu Hause geschossen haben, so ein bisschen für Respekt bei dir gesorgt und gesagt, könnte auch eng werden heute. Also ich habe dieses 3-0 in Mönchengladbach nicht überbewertet. Ja, das zeigt sich ja. Jetzt der HSV 3-0 gewonnen, hat die 3 Punkte geholt. Okay. Ja, aber man muss immer noch sehen, wo kommt der HSV her in dieser Serie. Frankfurt hat eine andere Kontinuität in den Spielen gehabt. Und jetzt ist es so, ich bin in das Spiel gegangen, auch nachher, wir haben ja nachher drüber gesprochen, jetzt kann der Schiedsrichter abpfeifen. Es war ein 0-0 der besseren Art, wie schon gesagt. Und mir hat das gut gefallen. Ich habe beim HSV Struktur gesehen. Ja, und ich habe vor allem wieder Fußball gesehen. Das war das Entscheidende. Sie hatten so 2-3 Momente, wo sie die Ordnung so ein wenig verloren hatten. Das war in der zweiten Halbzeit gerade auf der rechten Verteidigerseite. Da war so ein paar Mal die Ordnung nicht da. Aber sie sind sehr schnell wieder in die Ordnung gekommen. Und das finde ich hervorragend. Ja, auf der einen Seite muss man wirklich sagen, sie haben es begriffen. Früher klappte das nie. Ich weiß, Scholle weiß das genauso viel besser, weil wir mit Spielern gesprochen haben, die uns gesagt haben, die da hinten waren und wir werden allein gelassen. Aber heute denken auch alle, die da vorne spielen, also Ilicevic und Müller, sehr genau mit, wo sie hinzulaufen haben und übernehmen auch mal die ganz Defensivarbeit, wenn dann Oscholek oder Diekmeier, vornehmlicher Diekmeier, vorne rumturnen. Ne? Das muss man schon anerkennen, sagen, dass diese Mannschaft auch zusammenarbeitet. Ja. Ne? Ja, man hat das auch gesehen. Ich sag mal, gerade auch in der zweiten Halbzeit, Diekmeier war vorne, hat einen Foul gemacht, der Ball war im Aus, der war ganz vorne. Ne? Da ist glaube ich, Gregoric, der ist nach hinten gegangen, in die Verteidigerposition. Ja. Das hast du in den letzten Jahren nicht gesehen. Da war das Loch da konnte der Gegner mehr reinspielen. Ja. Ne? Und es waren die Positionen wieder besetzt. Und dann ist Diekmeier auch zurückgekommen wieder. Ne? Also von daher fantastisch. Nee, wobei das ist ja nicht vielleicht noch an, das ist ja nicht die höchste Kunst des Fußballs. Nein, natürlich, hast du ja recht.
Und ich habe nämlich letztes Jahr hier, wie wahrscheinlich wie ihr auch, live das Spiel gesehen gegen Frankfurt. Da sah das noch ein bisschen anders aus. Ja. Und Frankfurt, das muss man ganz klar sagen, die sind undankbar zu spielen. Weil die eigentlich relativ geordnet hinten stehen und dann mit dem ehemaligen HSV oder dem Mannschaftsführer, ja. Ich weiß, komm auf den Namen jetzt nicht, aber ja. So ähnlich. Ne? Schmidt. Ja, weißt du, und dann machen sie einen. Wenn der Droppen die nicht so gut hält, da den einen da wieder mit 5 Meter raus. In der 62. Minute von Alex Meyer. Ja, wenn Katscher erste Halbzeit nicht den Fuß noch oder dann, genau. Das ist auch so ein Ding. Dann ja. ist das nämlich schon wieder passiert. Also die sind wirklich undankbar zu spielen. Und Manfred, gebe ich vollkommen recht, die ergänzen sich super. Wobei, eigentlich ist das für mich selbstverständlich. Ja, sollte sein, aber war es nicht. Das ist das Schönste, finde ich, in dem Spiel heute. War es nie. In den letzten Jahren war das immer ein Wunderpunkt des HSV, eindeutig. Aber das Schönste, weil wir gerade über Konstanz sprechen, ist ja, dass der HSV jetzt tatsächlich das zweite Mal, also gegen Stuttgart, nehme ich mal so die letzten Minuten als kämpferisch hervorragend raus, aber da war das Spiel nicht so doll. Aber jetzt in Gladbach hat man sehr geordnet gespielt, hat das erste Mal gesehen. In Köln war schon okay, das stimmt. Das war schon sehr gut zu sehen. Ja, das stimmt. So, aber jetzt hat man das zweite Mal in Folge richtig gut gespielt und was heißt richtig gut? Auf jeden Fall gut und erkennbar mit einer Struktur, mit einer Idee, wie das Spiel laufen könnte. Das ging mit den Wechseln leider so ein bisschen verloren, war aber vorher auch schon Richtung Frankfurt gekippt in der zweiten Halbzeit ein bisschen. Auch. Nach einer starken ersten Halbzeit, aber dann mit den Wechseln hat man sich... ersten Halbzeit des HSV. HSV hat eine starke erste Halbzeit, Frankfurt kam dann besser ins Spiel in der zweiten Halbzeit und hat dann am Ende auch durch die Wechsel beim HSV, fand ich, ging das Spiel des HSV so ein bisschen verloren leider. Ja. Die Wechsel kann man vielleicht auch mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob Nikolai Müller raus wollte. Nee. Ich bin nur nicht derjenige, der sah nicht glücklich aus. Ich habe an sich gesagt, Iljeljewitsch muss raus. Wenn der war platt für meine Begriffe. Er war ein bisschen angeschlagen. Er lag zweimal am Boden und fasste sich. Müller war gut. Ich fand Müller unheimlich dynamisch und was der für eine Willenstärke gehabt hat bei dem einen Lauf da. Alleingang, fantastisch. Nee, 62. Das war nicht 62. Genau. Als hier in der 49. Minute. Ja. Das war ja grausam. Also der Weltklasse-Alleingang von Müller, dann super gemacht von Katscher, das über den Ball läuft. Ja, und dann kommt. Darf Iljeljewitsch eigentlich den Torwart fragen, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Wo möchtest du ihn hinhaben? Genau. Siehe Mali. Und ich habe ja geschrieben, ja. Der Mali Flugverkehr Richtung Fuhlsbüttel war durch diesen Schuss kurzfristig gefährdet. Also da hätte er leicht einen Flieger da so vom Himmel schießen können. Darf nicht drüber hinwegtäuschen, dass Iljeljewitsch trotz allem wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat heute. Und das ist halt echt so, dass der, ich weiß nicht, ob es über diese leistungsbezogene Vertragsgeschichte kommt oder ob er einfach durch den Trainer vielleicht wieder ein bisschen Vertrauen gefasst hat. Aber ich klopfe mal auf Holz, weil bei ihm muss man natürlich verletzungsbedingt sehr, sehr vorsichtig sein. Er macht vorne, finde ich, macht er einen Unterschied. Also es ist einfach so, der hat dieses 1 gegen 1, der ist unglaublich quirlig. Er macht viel, er versucht viel, es klappt nicht alles, so wie der Schuss zum Beispiel. Trotz allem ist er halt einfach wichtig, weil er vorne Leben reinbringt. Und Nikolai Müller, ich bin jetzt nicht derjenige, der ihn am meisten gelobt hat in den letzten Wochen, weil ich ihn auch bisher nie stark fand, aber der kommt auch jetzt, Vielleicht hat das Tor ihm Auftrieb gegeben nochmal. Und diese Woche jetzt, also im Training fand ich ihn auch stark, das habe ich auch geschrieben, da hat er wirklich gut trainiert. Heute fand ich ihn wieder gut. Ich fand es sehr, sehr schade, dass er rausgenommen wurde, weil man irgendwie das Gefühl hatte mit seinem Tempo. Er kann diesen einen noch machen. Und wenn er nur diesen einen einzigen Sprint macht, der dann am Ende das Tor nach sich zieht. Deswegen fand ich es sehr unglücklich, dass er rausgenommen wurde. Zumal und Scholle, noch eins. Herr Gregoritsch dann leider nicht das gespielt hat, was man... Noch eins zu Müller. Ich habe ihn heute zum ersten Mal lachen sehen. Ja? Vorm Spiel, wirklich. Okay. Da ging er nach der Aufwärmphase ging er Richtung Kabinentunnel und dann hat er wohl jemanden entdeckt, vielleicht eine Frau, vielleicht seine Frau oder so, und dann winkt er und lacht. Da habe ich gesagt, hey, er kann es ja doch. Ne? Also, weil wenn die Mannschaft so mit dem Bus ankommt und er steigt aus... Legen wir es nochmal positiv aus. Seine Leistungen vorher waren ja auch nicht so, dass man fröhlich lachen konnte. Jetzt hat er das erste Mal wieder was. Also vielleicht hat er einfach ein gutes Gespür für seine Leistungs. Manne, du als fast hätte ich gesagt Treter oder Hackmaschine da hinten. die Leute, die gegen dich gespielt haben, die mussten sehr hoch springen, um nicht getroffen zu werden. Ja, da kann ich doch nicht so viel denn hochspringen. Nein. Immer, und du bist nie vom Platz gestellt worden, ne? Doch einmal, nur wegen Meckerei. Und das hat mich die Karriere in der Hamburger Auswahl gekostet. Ja, bedauerlich. Ja. Gut, da wollen wir aber nicht drüber sprechen. Wir können über Hamburg... Achso, nee. Ich kann auch mal irgendjemand aus der Hamburger Auswahl rausbringen. Die Innenverteidigung mit Spalch und Giroud. Einwandfrei.
Einwandfrei. Ist das die Innenverteidigung, die du dir vorstellst beim HSV? Also würde ich im Moment bejahen. Ja. Also auch was der Sparic, wenn man das sieht, wenn der hinten rausspielt, auch mal die etwas längeren Bälle, die kommen alle an. Ja. Die kommen alle an und er ist undankbar zu spielen. Ja. Giroud spielt das ganz souverän. Ja. Ja, finde ich einfach. Heute ganz souverän gespielt. Und Sparic, gut, könnte vielleicht irgendwann mal zum Tragen kommen, dass vielleicht die Geschwindigkeit, die er nicht mehr hat, aber dafür hat er sein Auge und das Stellungsspiel. Ja. Und die Härte. Ja, die Härte sowieso. Ja, die Kompromisslosenkompromisslosigkeit. Ja, ne? Ja, genau. Nicht er schindet erstmal Eindruck beim Gegner, das ist ja, genau, auch wichtig. Genau. Also Giroud ist so wie du früher. Giroud ist im direkten Zweikampf, wenn er drin ist, ja, ist er einfach unfassbar stark, muss man ganz ehrlich sagen. Aber was ich bei Sparic auch wichtig finde, ist, dass er für jeden Spieler, wenn er unter Druck gesetzt wird, auch im Mittelfeld oder hinten, er bietet immer eine Lösung. Er ist immer die Lösung. Er kann angespielt werden. Ja. Er macht den Ball ruhig, er spielt ihn ruhig, selbst wenn er in Gefahr gerät. Er ist immer ruhig. Deswegen finde ich das schade, dass auch so ein bisschen in der Presse immer das war, wenn er mal einen Foul gemacht hat, wurde sofort immer die Schublade wieder aufgemacht und dann wurden die anderen Sachen rausgeholt. Das finde ich schade. Ja. Warum fängt er hier nicht mal bei Null an? Ja, und man nimmt ihn so, wie er ist. Und ich sage, der bringt eine Top-Leistung hier beim HSV. Also nicht nur für sich als Spieler, sondern auch für die Mannschaft. Also heute gab es nichts auszusetzen, da war keine einzige Unfairness zu erkennen. Ja. Und also der hat sich schon selbst diszipliniert, glaube ich. Vielleicht hat auch Labbadia in Einzelgesprächen da was bewirkt, aber da gab es heute überhaupt nichts auszusetzen. Würde ich jede Wette gehen, dass Bruno Labbadia Sparic nichts von seinem Spiel nimmt. Der sagt, mach genauso, wie du es machen musst. Aber er hat auch gar keine Veranlassung. Ja. Glaube ich, das glaube ich auch. Also ich sage mal, gibt keine. Ja. Weil der hat in Leverkusen ja auf einem ganz hohen Niveau gespielt. Und der ist ja nicht zum HSV gekommen, ohne dass ich das jetzt aufbröseln will. Der ist ja nicht zum HSV gekommen, weil er da schlecht gespielt hat, sondern weil sie ihn einfach diszipliniert haben und gesagt, das geht so nicht. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja. So, und der HSV hat gesagt, wer auch immer, die Verantwortlichen haben gesagt, okay, hat er gemacht, aber können wir gut geben wir ihm eine Chance. Und der spielt genau so auf hohem Level wie auch in Leverkusen. Und ganz stark. Wenn Manni sagt, ein bisschen langsamer wird man halt, wenn man älter wird. Aber das Ähnliches gilt übrigens für Hand auch. Aber die haben natürlich Auge, die haben Erfahrung, die können die Kugel halten, die werden gesucht, die können helfen. Also da gibt es ganz viele Situationen, wo man sowas braucht. Und vielleicht noch eine Geschichte zum Vertrauen. Ich habe auch Giroud schon anders gesehen, wo ich da gesessen habe und gesagt, oh Gott. Ja, seine Anfangsphase ganz genau. In Hamburg. Ja, ganz genau. Ich will da auch das, das gehört auch dazu, dass man reift, dass man da drin ist, dass man dann da Ruhe kriegt. Aber das ist schon jetzt ein tolles Gespann. Passt auch ganz gut zusammen. Ist aber auch ein Unterschied, ob du als Abwehrchef spielen musst, wie Giroud lange Zeit musste, mit Reiko. Alle zusammenzuhalten da hinten. Genau, genau. Und einfach auch dafür gar nicht die Fähigkeiten besitzt, weil er einfach sich auf sein Spiel konzentrieren muss. Und jetzt hat er einen neben sich, der Ruhe ausstrahlt, der auch mal was wieder ausbügelt, was er vielleicht nicht hinbekommt. Also das gibt natürlich Vertrauen, da wirst du ruhiger. Wobei ich ihn auch in der letzten Saison schon sehr konstant gut fand. Ja, das widerspricht ja keiner. Ja, nur wir haben über die Anfangsphase eben gesprochen. Ja, klar, von Giroud und da mussten wir wirklich sagen, also das war gewöhnungsbedürftig. Und da hat er hat er auch diverse Leichtsinnsfehler drin gehabt. Da hat er sich in auch in heute Sachen, ein. Ja, in Sachen die ein. Chance, die erste Chance von Meier, wo er da quer vom Strafraum spielt in der Anfangsphase. Ja. Wenn Katscher da nicht reingrätscht und Meier stört, dann steht das 0-1. Genau, Also das war sein einziger Fehler allerdings. Ne? Das muss man sagen. Weiß ja im Fußball, auf einem hohen Level ein Fehler, das ist eine schöne Phrase, aber es ist passiert heute. Ja, du musst ja nicht bezahlen dafür, das ist das Schöne daran. Ne? Ja, ich zahle die Cola leider. Aber du hast eben den Namen Hand genannt und daran ranken sich ja auch so Legenden aus der vergangenen Zeit. Passen Holtby und Raphael van der Vaart zusammen und da streiten sich die Gelehrten heute noch, ob die jemals zusammengepasst haben. Ich weiß, nach einem Spiel und einem Sieg wurde dann in Hamburg von einer Zeitung schon geschrieben, der HSV hat ein neues Traumpaar oder Hamburg hat ein neues Traumpaar. Passen deiner Meinung nach Holtby und Hand zusammen? Sind ja zwei Linksfüße und ich habe gedacht Die passen zusammen. Ja. Ich versuche ja auch nochmal zu begründen, weil wenn wir jetzt hier über Links- oder Rechtsfüße sprechen, in der Bundesliga, ja, dann machen wir was falsch. Ne? Also so, und ich will eine Situation mal nennen, weil da haben wir nämlich geschmunzelt. Da sagte der Mann, da ging er rechts weg.
ging er rechts, ja. Hand. Ja. So, und dann sagt man, das ist ein bisschen, dafür ist er zu langsam. Da habe ich gesagt, ja. Und da habe ich gesagt, die Kugel rollt ins Aus. Ja, und da habe ich gesagt, ja, dafür ist er zu langsam. Aber der ist so lange Fußballer. Und da hätte ich ihm wahrscheinlich als Trainer schon mal gesagt, Junge, du spielst schon so lange. Wenn er da einmal dem anderen vor die Füße läuft, ist er drin im Strafraum. Genau. Oder wird gefoult. Ach, du meinst in der ersten Halbzeit? Nee, zweite Halbzeit. Nein, also zweite rechts, Halbzeit. Wo er so rechts vorbei am 5-Meter-Raum endet. Genau, genau. Aber in der ersten Halbzeit hat er außen eine Szene, wo er den Ball dann scharfer zwischen Torwart und Fünfer versucht zu spielen. Da hätte, wenn er sich da einfach nur einen Tick vorlegt, der würde sowas von weggeraten ja. in dem Moment. Also, schade aber eigentlich. Aber vielleicht ein Satz. Und gerne, dafür sind wir hier. Ja, auch das gerne. So. Und das ist nicht vergleichbar, Holtby und Van der Vaart und Holtby und Hand. Nein, das ist nicht. Also ich sage nichts zu Van der Vaart, will ich nicht, aber das gefällt mir gut mit den beiden. Die ergänzen sich gut. Der eine rennt sich den Wolf, der andere hat Erfahrung. Das, ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Also wenn ich Didi Beiersdorfers strahlendes Gesicht gesehen habe und er gesagt hat, was sagst du zu Holtby? Dann muss ich sagen, dann war der beste Mann für ihn. Also Holtby, Louis Holtby. Und er hat ihn auch geholt. Ja. Er hat ihn auch geholt. Na komm, daran denke ich heute nicht. Der hat viel auf den Deckel bekommen dafür, dass er den für 6,5 Millionen geholt hat. Letztes Jahr. Aber da denkt er heute nicht dran. Nein, aber ich glaube schon, dass es eine gewisse Genugtuung auch ist für jemanden, der so lange auf den Deckel bekommt für einen Spieler, wenn der dann irgendwann kommt. Ich finde, er ist immer noch nicht da, wo man ihn vor langer Zeit erwartet hat. Aber er kommt zumindest in die Richtung und hat jetzt zum zweiten Mal in Folge, finde ich, sehr stark gespielt, sehr mannschaftsdienlich, unfassbar viel unterwegs. Ja. Das war vorher aber auch, aber da hat er nie was mit dem Ball zu tun gehabt. So, und diesmal ist er wirklich erst anspielbar, er verteilt die Bälle, er macht sehr, sehr viel, ne? Er schmeißt sich auch in die Zweikämpfe rein, also der kann wertvoll sein. Gerade dann, wenn man einen Hand hat, der das andere mit dem Auge macht. Er macht das Grobe und der andere macht das... Bloß mal einen Abschluss mit dem rechten Fuß sollte er immer machen. Von links schön reingekommen und dann mit dem rechten Fuß hätte er schön was machen können. Aber da ging und Holtby zusammen. Genau, da ging er dann quer, ganz sogar quer. Das war wie beim heilen Handball. Apropos auf den Deckel gekriegt, was hast du eigentlich auf den Deckel gekriegt? Ich habe auch auf den Deckel gekriegt, Ich habe mich in Wasserball versucht und das hat nicht ganz so funktioniert, leider. Also doch, es hat funktioniert, aber zwischendurch habe ich mal ein nicht wie Faust auf Auge oder so. Es war eine Hacke. Ach so. Es war eine Hacke unter Wasser. Also ein Hackentrick unter Wasser, Okay. So, lass uns nochmal, bitte, das muss ich einfach machen, zur Hand kommen, Manne. Weil ich hatte das Gefühl, das hatte alles Hand und Fuß, was der spielt. Ne? Und in der ersten Halbzeit war er, meine ich, Dreh- und Angelpunkt. Ich muss auch keine 5 Euro bezahlen. Doch, für Hand und Fuß musst du. Also der ich sag ist mal, so schnell in Raketenzeit eigentlich in diese Mannschaft gewachsen. Nicht, ja, einmal das und sie haben ihn akzeptiert. Ja. Das ist wichtig. Das merkt man ja auch, wenn ein Spieler akzeptiert wird. Und du kannst sie immer, suchen. Ja, sie suchen ihn. Du kannst immer davon ausgehen, wo werden die Bälle hingespielt in Notsituationen. Ja, oder wo spielt man hin? Das ist immer eine Akzeptanz ist da. Nicht? Und was er macht, der hat Hand und Fuß gehabt. Alles für Mats ab. Nur noch ein Euro da. Hörst du auf? Nein, das ist alles gut. Vorne ist ein kleines Problem. Also ich habe Lasogga heute bis auf den Freistoß nicht auf Torschießen sehen. Und in der Statistik glaube ich, wenn ich Torschüsse, 3 von Hand und 2 von Seferovic. Also, und Torschussvorlagen, Holtby 3 und Oczipka. Oczipka mit Flanken. Also, dann Ballaktionen, meisten Ballaktionen hatte Oscholek 85 und auf der anderen Seite Oczipka mit 91. Dann Giroud hat die meisten Zweikämpfe gewonnen, nämlich 75%. Und siehste. Abraham beim. Ja, der hast jetzt du sag gelobt. Mal, wen habe ich gelobt? Ja, den hast Abraham, du immer gelobt. Alter Schwede. 100% Zweikämpfe gewonnen. Sensationell. Flanken aus dem Spiel, Diekmeier 5. Und Injowski. Ja, danke. Das kann ich nicht mehr lesen. 4. Ja. Okay. Und dann wollen wir schnell nochmal Torschüsse 11-7 für den HSV. Ballbesitz 51-49 HSV. Zweikampfquote genauso 41-49. Mhm. Passquote beim HSV 73%, bei Frankfurt 72. Ecken 5-11. Spricht ja auch für Frankfurt, dass sie sehr gut zweite vorne gespielt haben. Ja, genau. Flanken aus dem Spiel 13-12 für den HSV. Naja, und Fouls am Gegenspieler 11-16 für Frankfurt. Ja, was sagt uns vorne? Ja. Shiplock oder Lasogga für dich? Ja, ich versuche das mal möglichst nett aufzubröseln. Genau, ich
Jeder Trainer hat ja so seinen Spielertypen. So ist, glaube ich, gut, wenn ich so anfange. Dann kann ich auch keinem zu nahe treten. Ich mag die Spielweise nicht. Von La Soccer. Ja. Er hat ja Tore gemacht. Die macht er auch, weil er sich dann mal so reinhaut. Da sage ich auch noch was dazu. Da sagt Manni, oh, guck mal, wie der da hinterhergelaufen ist. Wenn er das nicht mehr macht, dann ist er ja ganz raus aus dem Spiel. Der kann die Kugel nicht halten, finde ich. Jedenfalls. Nicht immer, sagen wir mal so, um das nett auszudrücken. Dann weiß er, glaube ich, manchmal gar nicht, wo er hinlaufen soll. Also der ist schwer einzubinden in Fußball. Also das, ja. der hat so einen anderen Mittelstürmer von früher so. Aber wenn ich überlege, wie die Fußball spielen der HSV, dann brauchst du wahrscheinlich eher mal einen, der batschen lässt. Den muss ich leider wieder auf Alexander Meyer mal kommen. Da liegen Welten dazwischen, das ist ja klar. Aber der kommt dann schon mal, batscht da und ist er weg. Und das geht gar nicht mit ihm. Also, aber das macht ein Chiplock auch nicht. Das ist wenn du die beiden jetzt nebeneinander vergleichst, deswegen spielen sie auch wahrscheinlich mal der eine, mal der andere. Und da macht wahrscheinlich La Soccer mehr Tore. Aber meine Spielweise ist das nicht. Da könnte du ich mir wolltest nochmal zurückkommen, er haut sich rein. Da ja, hast du gesagt, ich, ja, da komme ich nochmal drauf zurück. Ja, kann das sein, dass er sich reinhaut. Manchmal macht er das. Manchmal steht er auch nur darum. Ja. Das ist, also, mir ist das zu wenig, um das ja mal ganz deutlich zu sagen. Mir ist das zu wenig. Mir ist das auch, weiß ich, du hast ja da die Strecken irgendwo auch, dann, das ist mir zu wenig Laufarbeit. Das ist mir vor allen Dingen viel zu wenig richtige Laufarbeit. Und man haut sich rein, macht dann manchmal Tore, die vielleicht ein anderer nicht macht. So viel hat er ja noch gar nicht gemacht. Aber nur drei Stück. Ja, ist ja schon mal eine Annonce. Aber die macht er nicht aus, wie soll ich das sagen, die macht er eher, weil einer pennt. Und ich habe ja lieber Tore, die rausgespielt werden, wo man sagt, okay, wir spielen Fusi und erzwingen Fehler. Und mein Typ ist das nicht. Ja. In der 76. Minute kam der alte Herr, eingewechselt für Ilicevic, das ist der alte Herr, ist Olic. Wie siehst du ihn? Hat er noch eine Berechtigung in dieser Mannschaft mitzumachen, so wie er jetzt auftritt? Also heute hat er mir eigentlich gar nicht mehr gefallen, dass er noch irgendwas bewegt. Naja, ich glaube, dass auch ein Olic abgeschlossen hat mit seiner Zeit hier beim HSV. Man hätte auch jemand anders heute bringen können, nicht Olic, vielleicht einen anderen jungen Spieler, der auf der Position. Scholl hat keinen entdeckt auf der Bank. Ja, gut, da war an sich keiner mehr für außen, hast du ja recht. Aber ich glaube, die Zeit hier für Olic ist abgelaufen. Und er selber auch, ich sag mal, die Sachen, die er von sich gibt, die sprechen ja eine Sprache. Und ja, es war in dem Spiel, wie Olic reinkam, da passierte da nicht mehr allzu viel. Ne? Also für den HSV passierte nach vorne zu wenig. Ja. Ja, also er konnte keine Akzente mehr setzen. Aber ich glaube, ich weiß es nicht genau, warum der jetzt auf einmal nur noch auf Außen gesehen wird. Also ich hätte tatsächlich, um auch dem Spiel eine Veränderung mitzugeben. Und La Soccer hat halt den Abwehrspielern leicht gemacht heute, muss man ehrlich sagen. Und Chiplock dann genauso, weil er genau dasselbe Spielertyp ist eigentlich. Da hätte ich einen Olic reingestellt. Ich hätte gesagt, der macht ja auch komische Sachen, die kann man nicht erklären. Also der da sagt, das sieht ja seltsam aus, was macht der da für einen Quatsch? Oh, er macht ein Tor. So, ja. Unorthodox so. Spielen. Ja, sehr unorthodox. So. Und das hätte ich ja, aber dazu hat er vorher die Außenposition zu schnell gewechselt. Das war ja eben das. Da hat er hat nachher keine Möglichkeit mehr gehabt, jemand anders anzubringen. Ich hätte das auch mal probiert mit Olic vorne, denn du hast das, wir haben ja darüber gesprochen, über La Soccer. La Soccer hat, den kannst du nicht anspielen, der kann den Ball nicht festmachen, der springt gar nicht hoch. Ja, und alle Kopfbälle. Ja, genau. Und spielt permanent faul. Spielt permanent faul da vorne. Ja, steht auch heute hat Russ mehr. Russ hat ihn aber auch massiv. Ja, gut, das ist in Ordnung. Ne? Aber damit muss er sich ja auseinandersetzen. Russ ist ein Bär wie La Soccer. Also da hätte er schon. Also von daher wäre das ganz gut gewesen, was du sagst, dass Olic vorne in die Spitze, Olic in die Spitze, und dann hätte ich mal Russ sehen sollen. Der hat eine gelbe Karte übrigens gehabt. Dann, genau. Ne? Und dann wäre es vielleicht etwas anders. Dann wäre vorne alles Querleger gewesen. Ja. Und Olic läuft halt irgendwie, der läuft auch so ganz unordentlich. Der läuft halt dahin, wo man eigentlich gar nicht hinlaufen muss, soll, darf. So, aber das ist dann der Unterschied. Und dadurch kommt er irgendwann mal. Ja, und ist ja querlich, wenn im Strafraum. Ja, und da muss er nicht die langen Strecken laufen, wie über die Außen. Also insofern. Aber gut. Lavadia lässt ja immer noch ein Marcelo Diaz schmoren auf der Bank, von dem ganz Hamburg geträumt hat im Sommer, als er Copa America-Sieger mit Chile wurde. Was erwartest du von dem noch? Wird er nochmal Stammspieler oder wird das nichts mehr mit ihm?
komme ich wieder auf den Ausgangspunkt. Im Moment ist die Mannschaft ja gereift. Und da gibt es aus meiner Sicht überhaupt gar keine Veranlassung, da großartig was zu tun. Jetzt kenne ich die Trainingsleistung nicht, ich weiß nicht, wie der sich gibt. Er trainiert gut. Ja, gut, okay, wenn er gut trainiert, dann wird er kommen. Und ist dann Held auch in Hamburg. Ja, jetzt, dann, ne? Ja aber dann wird er kommen. Aber es geht im Moment nicht. Mhm. Weil dann mache ich, dann würde ich jetzt widersprechen. Ich habe gesagt, halt, ich würde festhalten, ich würde Vertrauen schenken. Ich würde dranbleiben. Es wird auf sicher ja der Punkt kommen, wo mal wieder einer ein bisschen so in so ein Loch einfällt. Und dann muss er halt, das ist halt im Profi. Dann muss er da sein, dann muss er brennen. Und dann soll er gefälligst, Leistung man, bringen. Ja, so. Ja. Ich hätte es sonst anders ausgedrückt, aber dann soll er gefälligst Leistung bringen. Den Hintern aufreißen. Genau, so ähnlich würde ich das sagen. Genau. Ja. Aber es zeigt ja auch eine gewisse Stärke, es demonstriert eine gewisse Stärke. Wenn du weißt, dass ein Spieler wie Diaz draußen ist, alle wissen, dass der richtig gut ist eigentlich, dass es ein Mann ist, der einen Unterschied machen kann. So, der ist aber trotzdem zu Recht auf der Bank und die Mannschaft funktioniert. Das heißt, das gibt dem Ganzen noch eine gewisse Sicherheit, wenn du auch weißt, du hast doch außen noch mal eine Möglichkeit, ein Spiel, wenn es mal nicht so läuft, zu verändern oder wieder auf das Niveau zu heben, auf dem du immer sein möchtest. Guck mal, heute hat Ekta noch gefehlt. Der hat gefehlt. Ja, da wird ich sag mal. Das wäre meine nächste Frage gewesen an dich. Dienstag gegen Ingolstadt. Würdest du Ekdal wieder reinnehmen? Ich weiß nicht, wie seine muskuläre Verletzung ist. Ich meine, wenn er fit ist, würdest du ihn wieder reinnehmen oder würdest du wenn er fit jetzt so wenn beginnen? Das ist eine schwierige Frage. Das würde ja auch nur wieder eine Person treffen und um die finde ich das schade. Da bin ich ganz ehrlich. Golgo Kacar, das finde ich, find ich der schade. Der springt überall ein, wo er benötigt wird. Ne? Genau, und bringt seine Leistung. Ja. Ne? Bringt seine Leistung. Heute war ich in der ersten Halbzeit leider nicht ganz so mit ihm zufrieden. Ne? Also ich hätte heute auch mehr erfahrig. Im Kopfballspiel hätte ich ihn heute hätte ich ihn gerne viele Dinge verloren. Ja, genau. Deswegen sage ich das ja. Das Kopfballspiel, was an sich sonst seine Stärke ist, da war heute nicht so gut, fand ich. Ist mein Empfinden dabei gewesen. Wenn du auf zu vielen Positionen einsetzt, dann ist das schlecht. Ja. Das ist schlecht. Das kann man ja nur sagen, ich mal als Trainer. Besser ist, du bist dann mal irgendwann ab einem gewissen Level mal für eine Position prädestiniert und gut. Ja. Wenn der so gut ist, dass er in blinden Positionen einsetzbar ist, dann spielt er vielleicht einmal mehr als andere. Aber das ist ja wertvoll für die Mannschaft und für den Trainer. Du musst ja dich mal spezialisieren, finde ich jedenfalls. Ja, und Labbadia ist einer, der wirklich normalerweise sehr positionstreu ist bei den Spielern. Also der lässt Spieler auch, wie Olic zum Beispiel. Also klar, er macht das nicht, er lässt ihn nicht zentral spielen, er lässt ihn weiter außen. Mhm. Und vielleicht ist das irgendwann auf sich dann auch erfolgreich. Also, insofern wird das da wohl auch nicht großartig verändern. Aber Ulic selbst fordert ja an sich, er möchte in der Spitze spielen. Um seine Leistung abzurufen. Das sind aber Dinge, ich glaube, wenn er das in der Öffentlichkeit sagt, das sind so Dinge, die bei Labbadia so richtig nicht, nicht der, ja, genau. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, mal nicht in der Spitze. Ja, genau. Das ist richtig. Da würde ich als Trainer auch so reagieren. Das ist Labbadia, ne? So, ihr merkt das noch nicht, aber wir sind schon auf der Zielgeraden. Jetzt möchte ich von euch noch, das fragt Scholle sonst immer, einen Tipp für Dienstag, Ingolstadt HSV. 1-2. 1-2. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Ingolstadt schon so ein paar Punkte gemacht hat, aber trotzdem 1-2. Ingolstadt steht an fünfter Stelle. Ja, gut, dabei, das ne? Ich habe der das HSV an 10. Ja, also ich würde so tendieren zum 1-1. Ja, und du? HSV gewinnt doch jedes Spiel, 34 Spieltage. Das ist ja, ich wette ja nie gegen den HSV, das werde ich jetzt hier auch nicht anfangen. Trotzdem bin ich mir ganz sicher, dass Ingolstadt eine sehr viel stärkere Mannschaft ist, als viele denken. Ja. Also trotz der Platz 5, glaube ich, unterschätzen immer noch viele die, weil die spielen einen sehr sauberen Ball und das spricht dann allerdings auch wieder für einen Kacar, dass der da halt dazwischen fegt und im Mittelfeld ein bisschen kaputt macht. Also mein Tipp wäre noch einmal eine Nullnummer. Ich schließe mich dem 1-2 mal an. Ja, gut. Und eine Nullnummer, dann schlau ist. Aber von euch beiden möchte ich auch nochmal wissen, Manne fängt diesmal an, wo wird der HSV im Sommer 2016 stehen? Im Sommer 2016, ich würde sagen zwischen 9 und 12. 9 wäre, dann müsste schon alles gut laufen. Ja, und 12, ich sag mal, es wird eine ruhigere Saison und es wird immer noch Rückschläge geben, aber der HSV wird in diesem Bereich einlaufen. Ja. Also Relegation, Ralf? Nein, keine mehr. Nee. Nein, ich bin du hast auch die Schnauze voll davon, ne? Ja, ich habe das auch schon 100 Mal gesagt, sage ich hier gerne auch nochmal.
Vielen Dank. Sehr gerne. Das geht ja nicht. Ich meine, sorry, das geht eigentlich nicht, was da abgegangen ist. Ja. So, das haben Sie ja hoffentlich jetzt geschnallt, sieht da zumindest mal so aus. Das geht nicht. Das geht auch nicht ein drittes Mal gut. Und das will auch keiner. Und ich muss noch was sagen, weil ich glaube, du hast das vorhin gesagt. Wenn ich überlege, was um uns rum da war und wenn ich sehe, wie die da hinter dem Tor in Gange sind und wenn ich die Menschen in Hamburg erlebe, das darf nicht mehr passieren. Also Relegation, nein. Ich bin auf dem gleichen Kutter irgendwo, ich hätte jetzt gesagt zwischen 8 und 12, aber irgendwo so in dem Bereich. Weiter oben glaube ich, nein, dafür gibt es zu viele ausgeglichene, gute Mannschaften. Aber die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und jetzt wollen wir mal die Daumen drücken, dass das dann erfolgreich weitergeht. Ja, also Relegation ist ja mein Stichwort immer. Ich ärgere mich immer noch, dass René Adler den Elfmeter da in der 93. Minute gehalten hat. Das wäre doch so geil gewesen. Die gehen zweimal in die Relegation und ohne zu gewinnen bleiben sie in der Bundesliga. Ne? Und dann noch ein drittes Mal jetzt rein, das ja, wäre ja, nie ja, zu toppen gewesen ja, für einen anderen ja, Verein. Ne? Also, aber das möge der Fußballgott verhindern. Ja, lass mal, also, lass mal. Ich bin auch sehr dafür, dass zwischen 9 und 12, da würde ich mich auch anschließen. Was sagst du? Ich sage noch gar nichts, das ist viel zu früh, das ist Quatsch. Ja. Ich glaube, ich schließe mich dem an, dass HSV nicht in die Abstiegszone geraten wird. Gut. Aber ich glaube auch 9 bis 12, weil einfach so, man hat einfach 14, 15 Spieler, wo man sagt, die schaffen das. Ab 16 geht es dann schon los, wo man sagt, okay, den musst du ein bisschen mitschleppen. So, ja, schauen wir mal. Ja, gut, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und bleibt dem HSV weiterhin treu. Also wollen wir das nochmal aufklären, was ihr jetzt noch macht? Das ist ziemlich einfach. Wir sind beide in der Fußballschule in der HSV als Trainer tätig. Ja. Und, ich weiß es doch. Ich weiß. Ich wollte dir das nur noch mal sagen. Vielen Dank. Ja, genau. Ihr seid so gut zu mir. Wirklich wahr. Ja, so. Wir sind am Ende. Vielen Dank. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Also für mich war es das. Und es war auch spannend zu hören, wie die Experten das so sehen. Für mich Experten. Oder Unexperten. Das war eine Sendung des Abendblatt TV und hinter den Knöpfen und Kameras saßen und standen Sandra Agten und Volker Sabach. Ganz hinten in der Ecke saß Gobi, das ist der Gobi-Button und ja, in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis bald. Darf ich noch eine Sache nachschieben? Natürlich, Scholle, darfst du. Weil es gefragt wurde, wir haben gesagt, die Tipprunde haben wir einmal angesprochen jetzt im Blog und eine überwältigende Masse von Leuten, die das spielen wollen. Wir sind jetzt dabei, die rechtlichen Grundlagen zu klären, wie man sowas machen kann mit Einsatz. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, das Tippspiel real werden zu lassen. Sandra, hast du das noch? Du bist noch drauf, ne? Ich muss nämlich ein. Zum Tippen, jetzt darfst zum Tippen muss ich ja sagen, ich werde ja auch immer wieder niedergemacht über meine Tipps in der Abendblatt die Woche, also diese Beilage, meine Tipps und da tatsächlich, aber anonym hat da einer geschrieben, Herr Matz, also geben Sie es auf, wenn ich früher in der freien Wirtschaft so gearbeitet hätte, wie Sie tippen, wäre ich lange entlassen worden. Und letzte Woche hat auch einer geschrieben, ich glaube, ein Leserbrief sogar oder eine Mail oder so. Mann, Herr Matz, ein Tipp richtig von 9. Geben Sie es endlich auf oder so. Ja, wächst mir Gras aus den Ohren. Weiß ich, wie die spielen alle. Das ist doch das. Naja, gut. Also, ich möchte nur sagen: tippt ihr für euch und tippt ihr bei der Abendblattrunde mit. Und genau, dann ist alles gut und ihr werdet reich und reicher. In dem Sinne, wirklich jetzt ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.